So, hier ist wieder den 218 mit Dänemar und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde diesmal übrigens wieder versuchen, leise zu sprechen, denn es ist gerade hier 0 Uhr Nacht. Also, bei mir ist 0 Uhr Nacht, bei euch ist wahrscheinlich dann irgendwann tags. Da ich das Video erst tagsüber aufnehme, tagsüber hochladen werde dann. Wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, erstmal noch eine kleine Sache, bevor ich loslege. Ihr habt den Ventilator an. Aber ich habe ihn diesmal ein bisschen runtergeschaltet. Das Ding ist, ich brauche den Ventilator. Weil ohne den Ventilator kann ich nicht. Dann wird mir zu warm. Und wenn mir dann zu warm ist, dann muss ich abbrechen. Weil ich dann nicht mehr kann. Gleichzeitig ist es so, dass ich übrigens heute auch das Fenster aufhabe, weil es regnet gerade da draußen und ich muss diese Gelegenheit nutzen, um mal hier das scheiß Zimmer abzukühlen. Also dann legen wir los. Wir sind hier auf der Rennstrecke in Bahrain. Hey, Bahrain. Bahrain. Komm. Los geht's. Drei Runden, okay. Wie immer, mittlerweile nur noch ein Rennen. Ist besser so. Du Flamingo-Fotze, was soll der Scheiß? Alter, das ist illegal. Das ist illegal. Hilfe, Polizei. Das geht nicht, Hilfe Polizei, das geht nicht. Mieses Arschloch. Das geht so nicht. Illegal. Brettern wir hier. Erstmal brettern mit den Bretterns. Was für Disqualifikation, du Wichser. Du Flamingo-Fotz. Der eine, der kann nicht mehr aufholen. Nee, kann er nicht. Der kann nicht mal. Der darf hinterbleiben. Weil ich das so sag. So, letzte Runde. Alter. Richtiger Picko. Letzte Kurve.
auf der Platz 17. Nice. Ja, Rennen gelungen. Dann würde ich jetzt auch mal sagen, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben solltet, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und supportet mich doch ein bisschen. Und schickt mal hier ein paar, also einen Link vor diesem Video an ein paar eurer Freunde und Kontakte. Im Übrigen, beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich die Monaco-Rennstrecke machen. Oh, das wird schwer. Also, bis zum nächsten Mal bei Dänemark.